Hallo Freunde und willkommen in diesem Video mit einem kleinen Trick für Google Chrome Benutzer. Und zwar will ich euch schnell zeigen, wie wir anstatt der Standard Tab-Leiste hier in den Google Chrome eben eine etwas ja, schickere oder coolere herzaubern können. Was natürlich auch wieder Geschmackssache ist. Ja, ob es euch dann besser gefällt oder nicht, ist natürlich euch überlassen. Jedenfalls eine, die sehr wie die auf die mobile Geräte ähnelt. Genau, dazu müssen wir einfach auf die Flex-Seite von Chrome hier, indem wir Chrome Doppelpunkt /Flex hier eingeben in die URL-Zeile. Es ist also eine etwas versteckte bis sehr versteckte Option. Hier suchen wir, hier haben wir unsere Suchbox, ja, da suchen wir einfach nach irgendwas mit hier Strip und das ist jetzt hier unsere Option, die wir suchen, Web User Interface Tab Strip und den Default-Wert ändern wir jetzt einfach auf Enabled, also wir aktivieren das eben und starten den Browser einmal neu und jetzt brauchen wir nur noch ein mal nach Touch User Interface Layout hier suchen. Ja, das ist das hier. Und hier machen wir das gleiche eben vom Default auf Enabled. Ja, also auch aktivieren. Und ja, Browser einmal neu starten, hier relaunchen und schon sehen wir, dass die Tabs hier verschwunden sind. Und hier auf der rechten Seite haben wir hier die Anzahl der im Hintergrund geöffneten Tabs eben wie beim ja, mobile Geräte ähnlich. Wenn wir eine Tab brauchen, einfach hier draufklicken mit der linken Maustaste und schon bekommen wir hier, ich mache das vielleicht ein bisschen größer, eine ja, schöne übersichtliche Vorschau hier von den ganzen geöffneten Tabs im Hintergrund. Ja, und können wir die wieder nach vorne holen mit einem Klick. Wenn wir jetzt einen neuen Tab öffnen wollen, einfach mit der rechten Maustaste hier neue Tab und schon haben wir einen neuen Tab hier. Ja, genau. Das war's auch schon alles, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, dass es für den einen oder anderen nützlich oder hilfreich ist und dass es euch gefällt bzw. irgendwie weitergeholfen hat. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.